Auf geht's. 93%. Das gefällt aber gar nicht. Okay, hier. In den 93 und 94 fehlt uns noch dazwischen. 96, 97 haben wir Hinweise. Bringt den Stein zu seinem rechtmäßigen Besitzer. Ah, okay, da habe ich schon Ideen. Lass mir natürlich, das ist ja, ihr wisst. Lass mir natürlich auch irgendwie wieder mit der Komplettlösung helfen. Ja, das ist jetzt beim letzten Endings, lass mir da mal ein bisschen helfen. Und das geht, das kriegen wir glaube ich hin. Das Ending, den Stein zurückbringen. Okay, den dunklen Stein, der war in dem Zimmer dort, dem Schalterzimmer. Okay, das kriegen wir ohne Schwert hin. Kriegen wir das ohne Schwert hin? Ist die Frage. Das kriegen wir hin, aber ist machbar. Aber kommt natürlich auf den eigenen Skill ein bisschen an. Der bei mir natürlich wieder besonders scheiße ist. So, wir holen jetzt erstmal die Hakenklaue. Schade, dass wir nicht auf die drauf springen können, damit besiegen können. Das ist der Ertrunkene, den wir am Ende des letzten Streams ertrunken haben. Das sieht er so aus, der Hugo, ertrunkener Hugo. So, hops. So, jetzt werden wir mal hier hoch. Oder auch nicht. Ach, über den Berg können wir bestimmt gehen. Ja, easy. Gehen wir über den Berg. Sind wir zig Male schon gegangen. So. Immer rauf. Immer weiter rauf, rauf, rauf. Rauf, 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 rauf. Den Makroberg hinauf. So. Solange es kein Mikroberg ist. Das wäre mir ein bisschen zu klein. Wir stürzen uns hier runter. Dann kommen wir doch, glaube ich, dort direkt in die Halle. Mit Rätseln. Jetzt müsst ihr noch wissen, welches davon war der richtige Schalter. Lösung sagt mittleren Lava-Schalter. Aber welches war jetzt die Kiste mit dem dunklen Stein? Ich glaube, es war rechts, aber rechte Truhe. Juhu. Jetzt bringen wir die. Den Stein und seinen Besitz zurück. An dem dunklen Ort.
Nein. Unbewaffnet. Jetzt müssen wir aber erstmal die Prinzessin befreien, weil sonst kommt der dunkle Lord nicht. Ist ein Urlaub. Kommt nur zurück, wenn er hört, dass seine Prinzessin weg ist. Okay, ich gehe mal durch hier durch. Und nichts leichter als das, dann gehen wir dem seinen Stein zurück. Soll er haben. Was soll ich auch damit? Wir müssen kurz ein bisschen warten. Klebt noch unser Blut, als wir da mal runter gestanden haben. Passt sich so gut an den Hintergrund an, der Charakter. Hier müssen wir leider. Ah, so können wir es auch machen. Wenn die Hakenkralle haben, geht's schneller. Hätten wir nicht mal aufmachen müssen. Du hast nur die. Verschwinden. So, links war doch, glaube ich, der Durchgang. Da wollen wir eigentlich nicht hin. Das ist ja Mist. Eigentlich wollen wir dem Fürsten seinen Prinzessin zurückgeben und so. Ah ja, hier. Der dunkle Stein wurde aus einem bestimmten Grund versiegelt. Hugo beschloss, dass es eine gute Idee war, mit ihm spazieren zu gehen. Mit seiner wiedererlangten Macht wuchs Modis Mutter um das Zehnfache und löschte das Königreich aus. Auf der Suche nach einem Bier, das groß genug war, um seinen Durst zu stillen. Dunkler Lieferjunge. 93. ...6,94% aller Helden. Yeah. Ein bisschen geschummelt, aber was soll's. Also wie wir jetzt weiterkommen, schauen wir uns gleich an. Nach dem Zwischenfall mit dem dunklen Stein musste Hugo in ein anderes Land ziehen, welches genauso aussah wie das vorige. So ein Zufall. Jahr 98, Tag 349. Ich nehme sonst immer die Bombe mit, aber wir kommen auch so lang. Wir haben eine Abkürzung zum Prinzessin gefunden, jetzt hier kurz vor dem Ende. Ich nehme Modi mit. Modi mit zu mir nach Hause. So muss das. Prinzessin Modi. Oha, da hat es kurz mal gehakt. So, ab zurück. Verdammt! Ist nicht noch einen Schaden nehmen. Das würde nur bitter bräuen. Nein, nein, nein. Okay, ist noch ein Entwickler oder was haben wir dort oben? Thank you.
Das soll mir auch recht sein, so kommen wir auch zurück nach Hause. Hoffentlich. Und Hinweis. Viele Hinweise kannst du ja gar nicht mehr geben. Da ist noch eins. Okay, da kommen wir nur mit Schwert ran wahrscheinlich. Schade. So, Hakenklaue. So. Wenn ich nicht alles falsch denke, dann haben wir schon mal ein Ending getriggert. Deswegen bin ich da ein bisschen so, wie kommen wir jetzt hier? Hier rüber. Was machen wir in einem verdammten Vulkan? Das wirst du schon sehen, Prinzessin. Hier kommen wir nicht raus, aber da oben kämen wir raus. Und das ist in die Lavafalle. Hier aus dem Mount Dings raus und dann von hinten an unser Haus ran. Festklippe. Ab nach Hause. Ertrunkener Hugo und Modi sind zu ertrunkener Hugo nach Hause gezogen. Sie verdienten ihren Lebensunterhalt damit, Videos von Schatzkisten-Unboxing-Videospiel-Streamings und leckeren Rezepten zu veröffentlichen. Influencers! Yay! Zu realistisch. In der 94, 500. Fünf Monate später. Der trunkene Hugo hat mit all diesen leckeren Rezepten ein paar Kilo zugenommen. Für Modi war das war nur das Äußere von Bedeutung. Dass sie ihn schließlich fallen ließ. Aber ohne seinen Schutz wurde sie schnell entführt. Oha. Fetter Hugo.